Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und zwar mache ich heute mal die MySG-Story. Bevor ich damit anfange, habe ich eine Frage, und zwar hättet ihr auch Lust, so eine My-Minecraft-Story und My-YouTube-Story zu hören? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, also halt Videos, wo ich so erzähle, wie ich so zu Minecraft gekommen bin und wie ich zu YouTube gekommen bin, wie das alles so angefangen hat und so. Würde mich halt wie gesagt interessieren, und ich würde sagen, ich fange jetzt direkt mit der MySG-Story an. Und zwar habe ich zum ersten Mal SG gespielt, das ist, lass mich nicht lügen, 3 Jahre her, glaube ich. Und zwar kam da gerade MCSG raus, also da war ja gerade so dieser komplette Hype um den Hunger Games Film. Und dann kam halt auch der Vareide auf die Idee, eine Minecraft-Map zu bauen, halt SG1. Und dann hat er auch dieses Server, der MCSG, da war er auch, glaube ich, mit Owner am Anfang. Und auf jeden Fall hatte ich damals halt voll viele Leute in meinem Umfeld im Real Life jetzt die Minecraft gespielt haben. Und der eine aus meiner Klasse, der Dodo, der meinte dann so, also ich war halt so der immer Singleplayer gespielt hat, und ich habe halt so richtig Gronk-Kiddy gewesen, war ich. Und zwar habe ich dann halt einfach so Gronk geguckt um 15 Uhr, und danach habe ich 3 Stunden irgendwie Singleplayer gespielt oder so, keine Ahnung. Und er war halt auf jeden Fall so einer, der schon relativ viel auf Multiplayer-Servern gespielt hat. Und er meinte dann so zu mir, ob ich Bock hätte, mal mit ihm so Survival-Games zu spielen. Oder es hieß damals noch Hunger Games. Und dann meinte ich so, ja, ist bestimmt ganz witzig. Und ihr müsst euch das einfach so vorstellen, dass ich einfach so übelst der Steve war. Echt, ich hatte keinen Skin, ich habe nur Singleplayer gespielt. Und dann soll ich auf einmal auf irgendeinen Multiplayer-Server connecten. Ich wusste nicht mal, wie man Multiplayer spielt. Und dann, soll ich da irgendwelche Leute in PvP fertig machen oder keine Ahnung, also ich war komplett überfordert mit der Situation eigentlich. So auf jeden Fall sind wir dann da auf MCSG gewesen, ich und Dodo, und wir hatten damals geskypt und so, und das war richtig coole Zeiten damals, also. Naja, auf jeden Fall gab es damals nur 2 Maps zur Auswahl, und zwar SG1 und SG2. Bei meiner allerersten Survival Games Runde kam es dann dazu, dass ich SG2 spielen musste. Und irgendwie ist Dodo dann, glaube ich, gestorben oder so, oder war halt nicht bei mir. Und ich hatte halt nichts zu tun und hatte damals auch noch einen relativ schlechten Laptop. Also das war so ein Business-Laptop und kein Gaming-Laptop. Ich hatte halt relativ wenig FPS und auch schlechte Grafikeinstellungen und so. Und auf jeden Fall bin ich dann halt, also ich denke mal, dass die meisten von euch SG2 kennen. Das ist ja diese riesengroße Stadt, die irgendwie verfallen ist oder so. Und auf jeden Fall bin ich dann halt in richtig viele Häuser reingelaufen und habe Kisten gesucht, aber das sind ja gar nicht so viele Kisten. Und ich habe einfach nichts gefunden, und dann war es irgendwann Nacht, glaube ich. Und ich hatte dann einfach voll Leder und ein Steinschwert. Ich war so richtig froh darüber, hatte so ein bisschen rohes Fleisch und keine Ahnung. Habe mich da voll drüber gefreut, und dann kam einfach so ein Typ in Full Iron und hat mich gekillt am Spawn. Also das war schon relativ erfolgreich, die erste Runde. Und so ging es ungefähr die ersten 400 Spiele, glaube ich. Also ich hatte 400 Spiele und keinen einzigen Win. Oder gar nicht, weil ich glaube, ich hatte einen Win. Den hatte ich dann irgendwie mit einem Kumpel. Und zwar hatten wir da, glaube ich, auf SG... Ja. Das war auf SG3. Und dann sind wir ins Finale gekommen. Und auf MCSG war ja halt 3-Leute-Finale. Also weil es im Film ja auch so ist. Und dann waren ich und mein Kumpel halt Full Leder und hatten Steinschwert. Und dann sind wir auf so einen Typ mit Full Iron und Deer weggegangen und haben den irgendwie besiegt. Und ich habe dann halt meinen Freund noch fertig gemacht im 1v1. Und dann hatte ich halt gewonnen, das war eigentlich voll krass. Auf jeden Fall habe ich echt 400 Spiele gespielt und nur einen einzigen Win, und das hat mir einfach trotzdem Spaß gemacht. Das finde ich jetzt so richtig bemerkenswert, weil ich glaube, wenn ich jetzt 400 Spiele hintereinander verlieren würde, hätte ich gar keine Motivation mehr zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, das ist bei den meisten von euch auch so. Ich meine, 400 Spiele hintereinander verlieren, das ist schon echt eine Leistung, und so war es damals ja, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und ich hatte dann auf YouTube, glaube ich, auch mal danach gesucht. Oder ich wollte irgendwie, glaube ich, eine Chestroot oder so wissen, damit ich halt mal ein bisschen besseren Stuff bekomme. Und dann hatte ich halt ein Video von Zombie gesehen. Also der ist ja auch schon ein relativ lange YouTuber. Und er hatte damals bei so einem YouTuber-Event mitgespielt. Und das war halt auf SG1. Und da hatte er dann auch so voll, keine Ahnung, halt relativ schlecht war er. Und ich habe mir das dann so angeschaut. Das ging irgendwie 45 Minuten oder so. Das waren so 3 Teile geteilt. Und ich habe es einfach ganz angeschaut. Das war voll chillig. Und dann habe ich mir so gedacht... Also ich hatte damals schon einen YouTube-Account, und ich habe mir dann so gedacht, warum bringe ich das eigentlich nicht auch? Ich meine, er bringt das, warum kann ich es nicht auch bringen? Und so kam es dann dazu, dass ich Survival Games aufgenommen habe und hochgeladen habe. Als damals noch richtig schlecht auf MCSG, also eine gute Runde war für mich, wenn ich jemanden töte. Ins Finale kommen war richtig Eskalation, und gewinnen war sowieso, das war Traum, das kam einmal vor in 1000 Games oder so. Und auf jeden Fall habe ich dann so richtig viele richtig schlechte Gameplays eigentlich gebracht, auch schlechte Qualität und so. Und die habe ich dann leider alle wieder gelöscht, und ich habe die auch auf keiner Speicherplatte mehr, auf keiner Festplatte meine ich.
Oder warte, ich habe noch eine ganz alte, muss ich mal drauf gucken. Na, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, sogar noch eine Episode davon. Also es war auf Solar Frost. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, irgendwie meine alten Videos da angucken. Das war eigentlich ganz chillig. Und ich persönlich gucke mir auch gerne ältere Videos an. Jetzt nicht unbedingt von mir, aber an sich so von Samaripo oder so. Weil, keine Ahnung, das Feeling damals in Survival Games war halt ganz anders, als es heute ist. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann so angefangen, so ein bisschen was hochzuladen. Und das kam eigentlich ganz gut an damals. Und ich hatte halt vor allem mit meinen Real-Life-Freunden damals gezockt. Und der eine Kumpel hatte dann auch halt relativ viel Porkchop Media und Shuffle LP und Thunder LP und so geschaut. Und die hatten dann einen Server aufgemacht, nämlich den funville.eu-Server. Den gibt es ja immer noch. Also wahrscheinlich kennen mich davon noch einige Leute. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch Abonnenten von damals habe. Und naja. Auf jeden Fall kam es dann halt dazu, dass ich dann auf dem Server gespielt habe, weil mein Kumpel mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und da gab es halt auch Survival Games. Und ich war da halt voll froh drüber. Weil, keine Ahnung, ich habe auf MCSG halt die ganze Zeit verloren. Und auf Funville habe ich dann tatsächlich die allererste Runde direkt gewonnen. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen süchtig gemacht. Also dann habe ich voll viel gespielt. Das war damals im, boah, wann war das? Es war Frühjahr 2012, glaube ich. Und da habe ich dann halt so richtig viel Funville gespielt. Bestimmt so 2, 3, 4 Monate vielleicht auch. Und ich bin dann sogar bis auf Top 3, glaube ich, war ich einmal, bin ich gekommen. Und ja, ich habe halt richtig viel gespielt. Ich bin halt so ein bisschen besser geworden, hatte halt viel Training. Habe da auch ziemlich viele Leute kennengelernt, die halt besser waren als ich und mir dann so ein bisschen gezeigt haben, was man so machen könnte. Oder was man besser halt machen kann oder wie man spielen sollte und so. Und auf jeden Fall habe ich da dann halt voll viel gespielt eigentlich. Wie gesagt, bin Dritter auf dem Leaderboard gewesen einmal. Und ja, das ging dann halt relativ lange so weiter. Und dann parallel dazu hatte ich dann halt einen Real-Life-Kumpel, der voll viel Trouble in Mineville gespielt hat. Das gab es damals noch so auf einzelnen Servern. Und er wollte dann halt immer, dass ich mit ihm spiele, weil es ja so ähnlich ist wie Survival Games, so PvP halt. Und dann habe ich halt ab und zu mal mit ihm gespielt und dann kam ja irgendwann Hive raus. Und dann gab es ja nicht mehr diese einzelnen Trouble in Mineville-Server, sondern diesen richtigen Server. Und dann meinte mein Kumpel so, boah, Erik, neuer Server und so, lass mal auf dem zocken. Dann meinte ich so, ja, ist okay. Und dann bin ich halt das erste Mal auf Hive gejoint und das weiß ich noch ganz genau. Also ich bin halt, wie gesagt, das erste Mal auf Hive gejoint, hatte damals ja noch diesen schlechten Business-PC oder Laptop halt. Damals gab es noch nicht die Möglichkeit, die Spiele auszumachen mit irgendwie einem Item oder so. Und es hat einfach so krass gelaggt. Also damals ist man auf so einer Treppe gespawnt, die so nach unten ging, glaube ich. Und dann kam da halt dieser Baum in der Mitte und dann waren da halt die drei Häuser mit Trouble in Mineville, mit SG und mit Herobrine, glaube ich, war das. Aber es hat auf jeden Fall so krass gelaggt bei mir am Anfang, dass ich gar keinen Bock darauf hatte und dann bin ich wieder auf Funville gegangen. Aber irgendwann hatte mich dann mein Kumpel dann halt dazu gebracht, so Trouble in Mineville zu spielen. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass es da halt Survival Games gibt. Und dann wollte ich das mal ausprobieren, weil ich mochte Survival Games ja eigentlich auf Funville und auf MCSG ziemlich doll. Und dann habe ich halt, wie gesagt, so ein bisschen Hive gespielt und dann habe ich auch eine von den ersten Runden direkt gewonnen. Also es war irgendwie alles einfacher als MCSG damals zu gewinnen. Für mich jedenfalls. Und ja, auf jeden Fall, das war einfach damals viel chilliger als heute, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, ich war damals halt noch übelst der Noob. Es war mir komplett egal, ob ich verloren habe oder nicht. Und es gab auch keine Hacker, keine Teamer, es gab gar nichts. Es gab einfach nur Noobs wie mich, das war so schön. Natürlich gab es ein paar richtig gute Spieler, so Graveyard und Talonlink und so waren damals ja richtig gut und so. Aber naja, auf jeden Fall habe ich dann halt so ein bisschen Hive-SG gezockt. Das hat mir eigentlich auch voll viel Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich halt immer mehr Hive-SG gezockt, aber auch MCSG wieder, weil ich wurde ja quasi auf Funville so ein bisschen ausgebildet, nenne ich es mal. Also ich bin ja auf Funville besser geworden und habe dann halt wieder auf MCSG spielen wollen, weil ich halt besser geworden bin und ich wollte mal gucken, wie gut ich da jetzt so bin, weil auf MCSG waren damals so, glaube ich, die besten Spieler damals. Also so für meine Verhältnisse eigentlich ziemlich gute Spieler und naja, auf jeden Fall habe ich dann halt trotzdem noch ein bisschen Hive gezockt und dann hatte ich auch irgendwann 100 Wins, davon gibt es auch noch eine Aufnahme. Die sind auch, glaube ich, schon 2 Jahre alt oder so. Ja, die müssen 2 Jahre sein. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, ich hatte Premium, hatte ich mir gekauft, 15 Euro damals, weil damals konnte man ohne Premium gar nicht spielen. Also da gab es auch immer, das war so witzig damals. Also ich meine, heute ist es auf Hive ja so, dass es vor allem in SG, das sagt man ja immer so, ja, Hacker und Booster und bla bla bla. Und das gab es damals halt gar nicht. Damals hat man so gesagt, ja, Non-Premium und Premium und BSM und kein BSM. Das war so ganz andere Zeiten eigentlich, das war voll cool. Naja, und auf jeden Fall konnte man als Non-Premium halt relativ schlecht spielen und deswegen hatte ich mir Premium gekauft und so und bla bla bla, 100 Wins geschafft und so weiter und so weiter. Und nach den 100 Wins habe ich dann so mehr oder weniger, ja, ich sag mal, aufgehört, auf Hive zu zocken erstmal.
Ich hatte damals ja schon relativ viele coole Leute kennengelernt, auch auf Hi-Fi, die dann halt richtig gut waren. Zum Beispiel hier Hardbass hatte ich damals schon mal gesprochen gehabt und der hat mir auch so ein bisschen gezeigt, wie man halt mit Daniel so ein bisschen umgeht. Und oh, was ich noch erzählen könnte, ist, als ich damals so vor meinen 100 Wins irgendwann war, gab es auch die Map SG6 zum ersten Mal. Und dann habe ich so auf YouTube nach einem SG6-Video geschaut, so eine Chess-Route halt. Und das war das erste Video von Zumaribo, was ich mir angeschaut habe. Das war auch richtig lange her schon. Und seitdem habe ich, glaube ich, jedes Video von ihm eigentlich gesehen. Also die neuesten jetzt nicht mehr so, weil, keine Ahnung, Bock nicht mehr, finde ich. Und er ist jetzt auch schon wieder irgendwie 4 Monate inaktiv oder so. Aber die ganzen alten Videos von ihm habe ich alle geschaut, ab diesem Video halt. Und ich habe mir die alten auch nochmal alle angeschaut. Und so bin ich halt noch besser geworden, weil ich, also ich muss ehrlich gesagt sagen, das, was ich im PvP mal konnte, beziehungsweise ja mehr oder weniger immer noch kann, so ich bin ja richtig rusty, aber ist auch egal. Aber das meiste, was ich eigentlich in PvP so geschafft habe, verdanke ich echt dem Haribo, weil er mir das alles so beigebracht hat, mehr oder weniger so indirekt über seine Videos. Also Chess Roots natürlich, so Map Knowledge und sowas hat er mir alles beigebracht, denn wie man mit der Angel umgeht, ne, ich habe es nicht geblickt am Anfang. Ich dachte mir so, hä, wie DF, was will der mit der Angel? Will er den Fisch fangen oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er mir das so halt relativ gut beigebracht und ich bin halt viel besser geworden, allein durch ihn. Dann hat er ja auch MC Swish einmal gezeigt und dann habe ich da auf MC Swish auch ein bisschen geübt. Hatte sogar mal ein 1-1 gegen ihn, dass ich den Haus hoch verloren habe. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich gegen ihn gespielt habe. Und ja, damals MC Swish, das waren auch noch Zeiten. Also damals gab es ja diese richtig schlechte Lobby, wo halt dieses komische viereckige Haus war und dann waren da riesig hohe Hecken aus Blättern halt. Und dahinter hat man dann noch die ganze Zeit die anderen Arenen gesehen, wo man halt hingeportet worden ist im 1-1 und so. Mittlerweile kann ich übrigens nicht mal auf MC Swish spielen, weil mein Ping da immer komplett ausrastet, irgendwie 400 oder so, und ich mache da gar nichts, aber naja. So, auf jeden Fall habe ich dann halt so ein bisschen mehr Übung gehabt und nach meinen 100 Wins dann circa, also 5, bin ich dann dazu gekommen, dass ich mir so andere Sachen zocke, wie die mit PvP zu tun haben. Und zwar hatte ich damals dann so richtig viel auf Hypixel gezockt. Und zwar gab es so Blitz Survival Games, das habe ich ziemlich viel gespielt. Und The Walls. Also The Walls hatte ich vor 2 Jahren im Sommer mit Nico richtig viel gespielt, also mit Kobi LP. Boah, mit dem habe ich auch schon übel lange nicht mehr geredet. Naja. Auf jeden Fall hatte ich mit ihm damals richtig viel The Walls gezockt und an sich viel PvP und den ganzen Sommer eigentlich durch The Walls gezockt. Hatte dann auch meinen neuen PC bekommen. Also wie gesagt, also dieses Jahr im Sommer ist es 2 Jahre her. Also letzten Sommer, davor den Sommer, da war das. Also das ist schon richtig lange her, wenn man so überlegt. Aber naja, so auf jeden Fall hatte ich dann halt so ein bisschen mehr PvP gespielt und so weiter. Und kam dann aber auch irgendwann wieder dazu, mehr Hive zu spielen, weil ich halt so irgendwie auf das andere nicht mehr so Lust hatte. Und wie gesagt, ich hatte dann halt parallel immer zum Haribo geguckt und der hat mich auch immer wieder motiviert, auf Hive zu spielen und ich wollte unbedingt besser werden und keine Ahnung, weil er war ja damals auch so relativ Stats fixiert, kann man sagen. Also er hat ja, keine Ahnung, voll oft so über Punkte und Stats und so geredet und so weiter und so weiter. Und deswegen habe ich mich halt auch so ein bisschen, also ich habe versucht halt schnell Wins zu bekommen und so weiter und so weiter. Aber alles Legend natürlich, also ich habe immer Solo gespielt eigentlich. Damals noch, also mittlerweile, wenn ich SG zocke, dann spiele ich nur noch mit anderen Leuten, aber nicht, weil ich schlecht bin oder so, sondern weil ich allein einfach keinen Bock habe zu spielen und ich werde eigentlich dann überredet, dass ich mit denen spiele. Und dann ist ja klar, dass man teamt, aber also ich finde es eigentlich viel chilliger, wenn man alleine spielt, wenn ich ehrlich bin, weil es hat damals einfach so viel Spaß gemacht, alleine zu spielen. Und heutzutage, da, keine Ahnung, wenn du alleine spielst, hast du keine Chance mehr gegen einen Hacker oder gegen ein anderes Viererteam, keine Ahnung, kennt man ja alles. Damals gab es halt relativ wenig Hacker, kaum Teamer. Es gab, also damals war es so, dass man echt jeden kannte auf Hive eigentlich. Man kannte jeden Premium-Spieler und man wusste halt, mit wem er immer teamt. Zum Beispiel gab es da so, okay, Namen nenne ich jetzt nicht, aber da gab es so zwei, die haben halt immer geteamt und wenn ich die gesehen habe, bin ich direkt rausgegangen und so. Und das war eigentlich richtig geil, weil wenn man als einziger Premium in der Lobby war, wusste man, man hat einen Free-Win. Aber wenn man dann einen anderen Premium gesehen hat, dann wusste man meistens auch direkt, wer er war und was er konnte, ob er besser war, ob er teamt oder keine Ahnung was. Naja, auf jeden Fall habe ich denn immer mehr gespielt und gespielt. Ich war auch in Clans und so weiter und keine Ahnung, die Zeit würde ich sagen, war so die beste. Denn damals kam dann auch SG7 raus und Minecraft 1.7 gleichzeitig. Und das muss ich, glaube ich, sagen, war so die beste Zeit, die ich in Survival Games jemals hatte. Weil, ja, ganz einfach, damals lief es einfach. Also, es gab damals ja immer so diese Debatte von wegen BSM. Also, ich weiß nicht, die alten Spieler von euch werden sich daran bestimmt noch erinnern. Also, die Leute, die. Also, BSM war damals erlaubt. Das war so ein Better Sprinting Mod. Also, ich glaube, das kennen eh die meisten. Aber auf jeden Fall gab es ja immer so Beef von wegen, wer BSM benutzt, ist schlecht. Aber es ist halt leider erlaubt, obwohl es eigentlich mehr oder weniger ein Hack ist.
War halt aber trotzdem legit und dann gab es halt die Leute, die meinen, BSM ist noobig und die anderen meinten, ja, BSM ist aber trotzdem erlaubt und deswegen darf man es benutzen und so. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ich, wenn ich gegen Leute gespielt habe, die BSM benutzt haben, verkackt habe. Wahrscheinlich lag es einfach daran, dass ich schlecht bin, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass wenn jemand BSM benutzt, dass ich gegen ihn verliere. Und dann kam auf jeden Fall dieser 1.7 Sprint halt raus. Das ist ja so ähnlich wie BSM halt. Und dann konnte ich mit den Leuten halt mithalten und konnte sie auch fertig machen so. Und ich hatte mich da voll drüber gefreut und so. Und dann kam halt auch SG7 raus und ich hatte damals dieses Let's Build von Variety immer geschaut, wie sie halt SG7 gebaut haben. Und dann hatten sie auch so ein bisschen Secrets verraten und so weiter und wo Tier 2 sind. Und deswegen wusste ich, als die Map halt rauskam, schon so ein paar Tier 2s und war halt relativ gut bei der Sache damals. Habe auch relativ viel gespielt, halt voll Bock gemacht. SG7 mit 1.7 Sprint hat richtig Bock gemacht. Und ich habe auch relativ gut gespielt damals. Und dann war ich halt auch in Clans und so und Clan Wars gespielt. Das hat voll viel Spaß gemacht. Aber ich weiß auch nicht, den einen Clan War, das war damals noch mit, oh, mit wem war ich da? Ich hatte mit Battle Turtle, hatte ich glaube ich gespielt, mit Joost hatte ich halt gezockt, also er heißt ja Joost. Oder Toastable heißt er ja jetzt. Und dann war, wer war noch in unserem Team? Marklat, glaube ich, also den kennt auch keiner mehr, es war so ein jüngerer, naja, auch egal. Und wir haben dann gegen Kurantos gespielt, das war so ein voll guter Clan eigentlich mit Play for Life und Mori LP und Joff Motion, also die kennt man wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir die denn. Also wir waren halt so richtig die No-Names damals und hatten so gar nichts zu melden eigentlich gegen so einen großen Clan. Und wir haben denen dann trotzdem die Stirn geboten, haben die regelmäßig fertig gemacht, haben zwar den Clan nicht gewonnen, aber wir hatten immer eine Runde gewonnen. Voll stolz gewesen, es hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall. So, aber dann kam dann irgendwann natürlich so die Zeit, wo es dann wieder so schlechter wurde. Und zwar wurde ich dann nämlich einmal gebannt wegen Sans Minimap oder so ein Hide and Seek. Ja, okay, kann man machen, so, keine Ahnung, war irgendwo schon gerechtfertigt, auch wenn Sans Minimap in. Also, ich wusste nicht, dass es verboten ist, aber Unwissenheit schützt ja nicht vor Strafe und so, bla bla bla. Ich wusste es halt einfach nicht und ich finde, so einen großen Vorteil bringt das jetzt auch nicht. Vor allem mit Hide and Seek, ich meine, hallo. Und auf jeden Fall war ich dann halt gebannt und als ich dann entbannt war, kam One in the Chamber, glaube ich, auch raus. Also, es war so die Zeit, als One in the Chamber dann auch rauskam. Und dann habe ich halt relativ wenig SG gespielt, sondern mehr One in the Chamber. Und ich war auch voll viel am Zocken, weil, also, ein Kumpel von mir, der Dustin, den kennen wahrscheinlich auch schon einige von euch, der macht jetzt übrigens LOL-Videos auf Pelkart. Also, der Channel ist in meiner Abo-Box. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr LOL-Videos sehen wollt. Aber genug von der Werbung. Auf jeden Fall war er halt, als One in the Chamber rauskam, direkt ganz vorne mit dabei, war zweiter Platz oder so. Hat sich mit Fabo da um Platz 1 gebettelt. Das war richtig cool und alle waren da irgendwie voll weit oben. Und er hat mich dann auch so ein bisschen dazu gebracht, das zu zocken. Und dann habe ich auch richtig viel gezockt. Und dann, ich weiß auch, einmal war ich 3 Tage lang krank. Und am ersten Tag hatte ich dann halt richtig viel gesuchtet und hatte dann 50k erreicht. Und am nächsten Tag hatte ich dann die 100k geknackt. Also das war schon voll krass. Also an einem Tag 50k in One in the Chamber war damals schon voll heftig. Und naja, auf jeden Fall hatte ich dann halt so One in the Chamber gezockt und ja, dann halt auch wieder Survival Games irgendwann. Und ich würde sagen, dass das so mein Höhepunkt war. Also ich weiß nicht unbedingt vom Skill. Also ich würde schon sagen, dass ich mich im Laufe der Zeit noch gesteigert habe vom Skill. Also jetzt bin ich ja wieder schlecht, aber also ich weiß nicht, damals hat es einfach am meisten Spaß gemacht. Es hat, ja, es war einfach das beste Feeling damals. Das war die großartigste Zeit, die es in SG jemals gab für mich, weil ich kann mich mit dem heutigen Survival Games quasi gar nicht mehr anfreunden, wenn ich ehrlich bin. Also damals hat es auf jeden Fall richtig Bock gemacht und dann irgendwann, ich muss mal hier kurz auf mein Handy gucken, das hatte ich mir nämlich so ein bisschen aufgeschrieben schon mal. Ich wurde in One in the Chamber mal gebannt, weil ich jemanden beleidigt hatte. Ich meinte dann so, ja, nice Force Feed, du Hurensohn und er meinte dann so, ja, okay, hat einen Screenshot gemacht, hat mich reported, wie ich wurde gebannt. Das Lustige ist, dass er einen Tag später dafür dann, danach dann für Hacks gebannt wurde, also hatte ich anscheinend doch recht, aber naja, Hurensohn hätte ich jetzt nicht unbedingt schreiben müssen, so bla bla bla. Auf jeden Fall kam es dann irgendwann dazu, dass ich halt wieder SG gezockt habe. Und das, also, ja, also man kann sagen, dass diese Zeit, wo ich halt richtig gut war, die ich eben erwähnt hatte, da habe ich schon angefangen mit Hive-SG, also Hive-SG Folge 1 zum Beispiel, das ist glaube ich noch in der Zeit ungefähr. Und dann irgendwann kam es dann aber zu dieser Phase, wo ich gehofft habe, dass es nur eine Phase ist. Also, ja, diese Hacker, diese massenhaften Hacker und Teamer, das war so schlimm, ne? Ohne Witz, das hat mir so den Spaß an dem Spiel genommen. Und das ist ja immer noch so, ne? Es gibt so viele Hacker und so viele Teamer. Und ich habe damals halt vor allem Solo gespielt und das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und dann kamen da irgendwelche Leute, die nicht Legit spielen konnten, die teamen mussten und mich dann immer fertig gemacht haben. Und das hat einfach so gar keinen Bock mehr gemacht.
Das wurde dann halt immer schlimmer und schlimmer und dann kam auch Oldtime oder Oldtime-Unterstrich. Ich weiß nicht, ob den noch jemand von euch kennt. Das war der erste richtige Hive-Booster, würde ich sagen. Ich glaube, er war der erste, der 100k hatte, weil Talonlink ist ja immer noch auf 96k und hat ja aufgehört wegen seinen Kindern, glaube ich. Weil der war ja schon verheiratet und so. Aber auf jeden Fall hat er halt angefangen zu boosten dann mit seinen Teammates und hat auch 100k und so weiter und so weiter. Das war, glaube ich, der erste. Und keine Ahnung, da ging es dann so los, von wegen, dass ich keine Lust mehr auf SG hatte, weil, keine Ahnung, das hat mich alles schon so richtig abgefuckt damals. Und dann hatte ich halt, also ich hatte damals auch noch Clans mit Vegron, hatte ich Nova und Vengeance und, also Nova hat mir eigentlich noch voll viel Spaß gemacht, aber Vengeance war dann schon in der Zeit, wo ich eigentlich nicht mehr so Bock hatte und das hat man auch gemerkt, weil ich halt relativ inaktiv war. Ich habe gar kein Clamor mit denen, glaube ich, gespielt. Und naja, auf jeden Fall kam es dann halt irgendwann dazu, dass ich halt so überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich einfach aus Langeweile Hide and Seek gespielt, so ein bisschen, weil ich weiß nicht wieso, einfach so aus Langeweile habe ich Hide and Seek angefangen. Und dann habe ich da halt so ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich gezockt habe. Und mit denen habe ich dann gezockt, gezockt und gezockt und gezockt und gezockt und gezockt und gezockt und gezockt, bis ich 2 Millionen Punkte hatte. Komplett krank, ich weiß, aber es war bei mir vor allem, ich habe so das Gefühl, ich war so der Heftigste eigentlich so vom Zocken her. Weil ich hatte halt so ein paar Leute kennengelernt am Anfang, mit denen ich gezockt habe. Also Hide and Seek jetzt. Und ja, ich habe halt mit denen gezockt und dann haben sie irgendwann aufgehört. Ich habe weitergezockt, habe noch jemanden kennengelernt, habe gewartet, bis der quittet, habe weitergezockt, noch jemanden kennengelernt und wieder gewartet, bis er gequittet hat. Also es ging richtig lange so und ich war irgendwie so richtig unnötig eigentlich. Ich muss sagen, die meisten Leute, die ich halt kennengelernt habe, waren irgendwie voll die Spasten. Also waren übel die spastischen Missgeburten, nein, Spaß. Also die meisten waren halt voll die Lappen, aber ich habe auch einige Leute davon kennengelernt, wo ich sagen musste, dass sie jetzt so meine besten, ich sag mal, Ingame-Freunde sind, so die. Ja, also, keine Ahnung, ich will jetzt keine Namen nennen, aber sind halt so die Leute, mit denen ich dann halt so nicht im Real Life so Kontakt habe, sondern halt nur über TS und Skype und so weiter. Und ich würde sagen, dass ich halt da schon die besten kennengelernt habe. Oder auf jeden Fall welche von den besten. Und naja, so, auf jeden Fall habe ich dann halt Hide and Seek gespielt und hatte halt relativ wenig SG. Also ich habe halt parallel immer noch SG gespielt. Aber irgendwann hat mich das mit den Hackern so abgefuckt, vor allem. Ganz, ganz früher, wenn da mal jemand gehackt hatte, hat er mit seinem Main-Account gehackt und wurde dann auch gebannt und dann war er weg vom Fenster. Aber ich glaube, da ging es dann so los von wegen Account-Listen und ja, wenn ich hacke, dann werde ich halt gebannt, dann nehme ich mir einen neuen Account. Und dann hacke ich nur noch Dollar. Und das Problem ist ja, dass diese Leute einfach komplett alles zerstören, so auf Hive, weil ich meine, das ist ein Listen-Account. Es ist mir doch scheißegal, ob ich damit gebannt werde oder nicht. Und deswegen, keine Ahnung, man kann halt schreiben, was man will, man kann beleidigen, wie man will, man kann hacken, wie heftig man möchte und so weiter, das ist scheißegal. Weil es einfach Listen-Accounts sind. Und dann, ja, das hat mich halt so übelst abgefuckt und ich hatte damit so gar keinen Bock mehr eigentlich zu spielen. Und ja, dann irgendwann kam es dann dazu, dass ich gar keine SG mehr gespielt habe neben Hide and Seek, sondern nur noch Hide and Seek. Und das würde ich mal so sagen, war das Ende von meiner Survival-Games-Geschichte, weil, ja, keine Ahnung, also ich finde, in Survival-Games muss man einfach eingespielt sein. Also ich finde, das habe ich immer. Das hatte ich früher, als Timoldia noch neu war. Da hatte ich es immer auf Timoldia. Und zwar habe ich dann irgendwie 1,5 Stunden oder so Timoldia gespielt. Und dann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich eingespielt. Jetzt treffe ich jede Rot und ich mache Kombos und was auch immer. Aber wenn man jetzt so einfach spontan mal eine Runde spielen will, ist man nicht eingespielt einfach. Und ja, diesen eingespielten Zustand irgendwie, den. Ich habe das Gefühl, dass ich den gar nicht mehr erreichen kann. Oder an sich diesen Zustand, dass ich gut in SG bin, kann ich irgendwie gar nicht mehr erreichen. Also ich war früher irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ich war einfach besser als heute. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall die ganzen Hive-Minigames durchgesucht. 1000 Wins in One in the Chamber, 10.000 Wins, 2 Millionen Punkte in Hide and Seek, 100.000 Punkte in Splag, 10.000 Punkte in Herobrine und Trouble in Mineville und 1000 Wins in Deathrun und so weiter und so weiter. Block Party auch, 500 Wins. Ja, ich glaube, das ist einfach so. Die Verzweiflung, die ich damals hatte, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Also ich wollte ja eigentlich Minecraft weiterspielen, aber halt kein SG mehr. Und dann habe ich halt einfach alles ausprobiert, alles voll viel gespielt, aber es hat mich nicht so wirklich erfüllt. Also ich nenne es mal erfüllt. So, ich will jetzt nicht befriedigt sagen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und auf jeden Fall kam es dann halt leider dazu, dass ich dann gebannt wurde nochmal. Also für Speedhacks, das ist ja jetzt irgendwie schon wieder 2 Monate her oder so. Und echt, dieser Bann, ne, der regt mich immer noch so heftig auf. Ich habe einfach nichts. Ich habe bei Gott nichts gemacht und wurde gebannt und das hat mir einfach den letzten Kick quasi gegeben, dass ich jetzt mit Minecraft aufgehört habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon wieder seit 3 Wochen kein Minecraft mehr gespielt. Das nächste Mal, wenn ich Minecraft spiele, wird es wahrscheinlich für irgendein Video sein, weil ich ein Gameplay brauche oder so, ich weiß es nicht.
Aber auf jeden Fall hat mir das halt so quasi den Kick gegeben, dass ich halt mit Minecraft aufhöre und nur noch League of Legends spiele. Und ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung. Ganz einfach, weil League of Legends, ich mag dieses Spiel. Es ist so schön, einfach League of Legends zu spielen und Survival Games so und Hive an sich und MCGs bockt einfach nicht. Ja, also insgesamt kann ich eigentlich nur sagen, dass ich ohne Samharibo wahrscheinlich niemals so ein PvP-Spieler geworden wäre, wie ich es mal war. Aber ich bin jetzt halt schon seit Monaten nicht mehr eingespielt gewesen und ja, also ich muss sagen, als SG7 rauskam, das war die beste Zeit. Da hat es mir richtig viel Spaß gemacht, so competitive zu spielen. Sowieso davor, als MCSG rauskam, hat es mir, glaube ich, eher am meisten Spaß gemacht, weil ich einfach, ich bin in eine Runde gegangen, bin gestorben, habe nichts gemacht, kein Kill, keine Kiste gekriegt. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich habe noch eine Runde gespielt und es war einfach richtig chillig. Und Funville sowieso, ich kannte jede Map auswendig, ich kannte jeden auf dem Server, das war auch voll chillig eigentlich. Und naja, irgendwie vermisse ich diese guten alten Zeiten schon, aber ich habe irgendwo gelesen, dass es eigentlich, also man sagt ja immer gute alte Zeiten und so, und ich habe irgendwo gelesen, dass es eigentlich so ist, dass man die schönen Erinnerungen mehr behält als die negativen Erinnerungen quasi. Und deswegen waren das wahrscheinlich schöne Zeiten. Also ich denke mal, damals gab es auch schon Hacker, die ich jetzt einfach nur vergessen habe oder irgendwelche Sachen, die mich aufgeregt haben, die ich jetzt einfach vergessen habe. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, ja, wenn ihr Lust habt, dann auf jeden Fall schreibt mal so ein bisschen was zu eurer SG-Story. Wann habt ihr angefangen? Ihr müsst jetzt nicht unbedingt so 3000 Zeilen schreiben, aber ihr könnt ja mal schreiben, wann ihr angefangen habt oder was ihr cool fandet. Vielleicht auch irgendein besonderes Ereignis, was ihr in SG einfach, woran ihr euch erinnert oder so. Ich weiß es nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen und ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr es nicht geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Good Old Times in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video, wahrscheinlich dann League of Legends erstmal wieder, vielleicht aber auch Minecraft. Und wie gesagt, ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust auf so einen MC, auf eine My MC Story oder My YouTube Story hättet. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ich würde sagen, Leute, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wir sehen uns später wieder. Haut rein. Ciao, ciao.